Gesund zusammen. Ich möchte euch ein bisschen Rocket Science vorstellen, nämlich die nächste Evolutionsstufe der Technik im Bereich Audio-Video. Das Projekt VHS. Kennt jemand VHS? Viel cooler wie Betamax. Und warum? Holzhochschule. Auf Betamax waren Pornos verboten, deswegen wurde es dort trotz besserer technischer Eigenschaften leider konnte es sich nicht durchsetzen. Aber heute keine Pornos, tut mir leid. Wir reden über Audio, Video, Slowpoke, wie heißt's? VHS ausgeschrieben? Das Vortrags- und Heimkinosystem. Vortrags- und Heimkinosystem. So, eine kleine Anekdote, die ist ungefähr 15 Minuten alt. Ich wollte diese Kamera aufbauen, meinen Rechner anschließen, das aufnehmen und habe die Krise gekriegt. Das sah ungefähr so aus. Umso mehr man sich das Audio-Video-Setup hier anguckt, umso schlimmer wird es. Da hilft nämlich nur noch eins. Ja. Alles raus, alles weg. Alles anzünden. So, und deswegen habe ich mich mit Slowpoke und Steve und Brain Freeze und wer war noch dabei? Hux war auch kurz dabei. Hux war auch kurz dabei. Haben wir uns letzte Woche zum ersten Mal für das Projekt VHS getroffen. Und wir haben uns überlegt, was wollen wir hier eigentlich tun? Das haben wir Anwendungsfälle genannt. Ein paar davon sehen wir hier. Wir wollen zum Beispiel hier stehen, einen Vortrag halten oder direkt mit Android, YouTube, einen YouTube-Link irgendwo reinschmeißen und das soll auf dem Beamer rauskommen. Oder wir wollen einen Vortrag aufzeichnen und der landet direkt auf dem Datengrab oder er wird direkt ins Netz gestreamt, wenn wir das haben wollen. Und idealerweise nehmen wir zum Beispiel von einer Kamera etwas auf und wir haben noch Mikros und wir haben noch ein Bildschirm, den wollen wir auch aufnehmen. Und zur späteren weiteren Verarbeitung packen wir das alles zusammen und schneiden es in einem Programm. Dafür müssen die Inputs halt getrennt sein. Und wir haben hier zum Beispiel stehen, das nennen wir das Speakerpult. Da ist einfach alles drin, da haben wir VGA, HDMI und wir haben nicht diese schlimmen Kabelpeitschen. Wo ist das Monster? Dieses Ding hier, wo mal ein Anschluss dran war, wo dann jemand mal auf die Idee kam, wir könnten ja mit Kabelbinder, das ist dann hier drüben, weitere Adapter dran friemeln. Die Hälfte davon ist schon wieder abgefallen. Da oder haben wir kaputt. Zum Beispiel einen, oder kaputt. Da haben wir zum Beispiel ein HDMI auf DVI, auf DVI, auf DisplayPort-Adapter und noch weitere spannende Konstruktionen. Es ist grausam. Wirklich. Deswegen ein Pult, da stellt man sich hin, da stöpselt man seinen Laptop an und dann geht alles. Am besten mit einem One-Click-Vortrag-Setup. Buzzword. Wahrscheinlich werde ich jetzt von Amazon verklagt, weil ich One-Click gesagt habe, aber das ist mir egal. Also, ich möchte, dass Anzeige sich Leute... Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Wenn wir dich zu deinem Datenschutz verpixeln im Aufzeichnungsvideo. Genau. ich möchte, dass sich jemand hier herstellen kann, seinen Laptop anklemmt, auf einen Knopf drückt, dann stellt sich die Kamera automatisch ein auf das Preset. Muss man vielleicht ein bisschen hoch oder runter gehen, je nachdem wie groß die Person ist. Und dann gibt es einen Aufnahmebutton und dann landet es auf dem Datengrab. Also irgendwas leicht bedienbares, nicht so eine Hydra an Kabelpeitsche. Ganz schlimm. Am besten noch so, dass wenn der Vortragende sagt, ach, einfacher Vortrag, Audio hat geklappt, Video hat geklappt, jetzt direkt noch Titel eintippen und dann ab zu YouTube damit. Vielleicht sogar mit einem kleinen Umweg über Auphonic, damit es sich auch noch einigermaßen gut anhört. Oder Mikrofon für Zuschauer, weil euch hat man das nicht gehört, weil das Mikro ist hier. Aber ihr könnt ja vielleicht Fragen stellen. Was vergisst der Vortragende immer? Genau, dass man das auf dem Video nicht hört. Deswegen ein Mikro zum Umgeben. Oder wir haben doch so ein cooles Telefonteil, dass wir sagen können, jemand guckt gerade auf unseren Livestream im Netz und schaltet sich per Telefon direkt hier mit ein, sodass es über die Boxen kommt. Sieht also, der Bla noch eine Glasfaserleitung vor? Fragen wiederholen. Telefon lande ich auch schon. Fragen wiederholen. Ah,
Frage wiederholen. Die Frage war, ob wir eine Glasfaserkabelleitung dafür noch vorsehen. Telefon sollte auch so hier landen, oder? Ich habe doch dem was von Livestreaming von uns im Internet gesagt. Ich habe nicht gesagt, in welcher Auflösung. Und mit welcher Latenz. Einmal ein Pixel oder sowas. Wir haben Pixel und ein gescheites Spiel hin. Ja, und dann gibt es sonst nichts mehr. Also, auf jeden Fall kurz zusammengefasst, wir haben Viva. Habe ich mir vorhin ausgedacht. Viele Eingänge, viele Ausgänge. Das am besten irgendwie so zusammenschaltbar, dass man mit wenigen Klicks, Touchscreen-Befehlen, Gesten, Sprachsteuerung, was weiß ich, das auch noch bedienen kann. Dafür brauchen wir Rocket Science. Ist aber nicht so schwierig, wie es sich anhört. Ich kenne Systeme, da funktioniert das schon einigermaßen ganz gut. Also da ist es zum Beispiel kein Problem, dass man sowas hinstellt. Da hat man so einen kleinen Touchscreen-Monitor. Da kann man dann per Touch die Kameras, die Mikros und so weiter auswählen. Das ist richtig benutzerfreundlich. Da kann jeder mit was anfangen. Das ist wirklich ein schwierig zu bedienendes Fass. Gibt es schon. Wir wollen natürlich sowas selbst bauen. Und deswegen müssen wir von unseren Anwendungsfällen ausgehend uns erstmal überlegen, was wollen wir erreichen. Und dann gucken, was brauchen wir. Und da sind wir bis jetzt zu dem Schluss gekommen, wir brauchen verschiedene Komponenten. Nämlich zum Beispiel eine Deckenkamera, die dort oben hängt, ein Speakerpult, ein Zuschauerpanel, mehrere Boxen, also die da fliegen raus, dafür kriegen wir mehr kleinere. Das Schwerlastregal, es sieht zwar ganz industriemäßig aus, aber hübsch ist es nicht wirklich. Und Magie. Bei der Deckenkamera haben wir uns überlegt, wenn man die dort oben hin macht, dann kann man die nicht einstellen. Ist gut, dann kann man sie auch nicht versehentlich grob verstellen. Deswegen standardmäßig eine Einrichtung, eine Einstellung einspeichern. Dann gibt es ein Preset, da klickt man drauf und geht die Kamera in den Standardmodus zurück, sodass man eben zum Beispiel dieses Feld hier standardmäßig drin hat. Wenn man was Spezielles haben will, zum Beispiel irgendwie Fokus da drauf, auf den Vortragenden, wo hier, das sitzt hier vorne an seinem Pult, dann gibt es eine Hoch-Runter-Links-Rechts-Zoom-Rein-Raus-Steuerung, wo man dann eben auf den Vortragenden drauf fokussieren kann. Nicht schwierig, so Komponenten gibt es schon, muss man nur alles irgendwie zusammenkriegen. So, Speakerpult. Hier ein kleines Pult, am besten idealerweise erstmal so hoch, höhenverstellbar, je nachdem wie groß die Person ist. Und was man damit machen will, wenn man zum Beispiel sitzen möchte, um Ihnen was am Rechner zu zeigen, dann macht es Sinn, dass man eben die Kamera Fokus hier drauf macht, so auf diesen Bereich. Dann hat man in der einen Kameraeinstellung die Person und in der nächsten Kameraeinstellung hat man dann das, was derjenige auf seinem Screen sieht. Dann kann man schön das Screencast produzieren. Man kann immer herschalten zwischen der Person und dem Monitorbild. Das Speakerpult sollte rollbar sein, damit es auch irgendwie in die Ecke gestellt werden kann, falls man hier ein bisschen mehr Platz braucht. Höhenverstellbar. Eine Schublade für Adapter, weil ich meine, die Adapter werden wahrscheinlich auch verloren gehen irgendwann, aber es ist nicht so ein Wusel. Ich bin echt fasziniert, wie das überleben kann. Das ist Kunst. Das ist ja auch manchmal nicht drüber nachdenken, wir wollen jetzt alles besser machen. Ja, so ein kleines Bedienfeld, da gibt es so kleine Touchscreens, so 7 Zoll waren das. Wahrscheinlich kann man auch irgendwie ein billiges Android-Tablet nehmen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ein Vorschau-Monitor, den man vielleicht sogar in dieses Panel mit integrieren kann. Also wenn es so ein kleines Android-Tablet ist, dann kann man da natürlich auch noch Video-Output reinlegen und halt die Controls oben drüber legen oder so. Dann braucht man nur ein Gerät. Das ist jedenfalls das Speakerpult, das ist ziemlich zentral. Das heißt, der Vortragende geht hin, hat seine Mikros, hat seine Anschlüsse für den Rechner, stellt sich hin, stöpselt sich ein, gibt die Kommandos, Kamera aufnehmen oder und so weiter und dann läuft es. So, eine sehr abgespeckte Variante in die dann vielleicht hoffentlich neuen Tische, weil die sind langsam ziemlich wackelig. Zusätzlich zu den am besten versenkbaren Steckdosen und Ethernet-Ports und USB-Anschlüssen, die ich versenkbare Tische. Bitte? Ich will versenkbare Tische. Versenkbare Tische. Ach komm, wenn, dann an die Decke hebbar, oder? Da hängt schon genug. Stimmt. Und da hängt dann die Kamera, dann hängt es der Kamera im Weg. Ja, okay. Aber versenkbare Tische. Mhm. Ja, wenn es hier so ein Wohnzimmerkonzert gibt, ist das sogar mega praktisch. Du kannst die Tische versenken und direkt hast du nur noch die Stühle stehen und kannst sie verteilen. Drehbar, auf der Rückseite mit jemandem.
Du musst mit jemandem reden, der handwerklich begabt ist, also nicht ich. Der hat auch schon mit den Tischen sich tolle Arbeit geleistet. Darfst du Ponys drauf machen? Egal. Zuschauerpanel, Anschlussfeld. Das heißt, dort eben neben diesen eben erwähnten Anschlüssen noch was für HDMI und VGA. Falls jemand von dort hinten sitzend was an diesen Beamer per Kabel werfen will. Idealerweise auch, machen wir auch viel drahtlos, aber da komme ich auch gleich drauf. Wichtig sind auch die Boxen. Wir haben als zentrales Element so einen großen AV-Receiver. Die können verschiedene Zonen einstellen. Da könnte man zum Beispiel sagen, Zone 1 ist Hauptraum, Hintergrundbeschallung. Startet dann automatisch, wenn der Raum irgendwie aufgeschlossen wird, geht das Licht in eine angenehme Konstellation, startet automatisch irgendwie ein Live-Radio-Stream für benutzbare Konstellationsmusik von Soma FM oder sowas in der Art. Das ist dann eben Zone 1. Zone 2 ist dann Umschalten auf Vortrag, das heißt dann Ton kommt von hier vorne und geht nach da hinten durch. Oder ich möchte sagen, ich sitze irgendwie in der Küche, möchte Musik hören, hab mein Handy, gebe es da aus und dann landet es in der Küche. Genauso E-Ecke, Workshop-Raum Olymp, sodass man eben ein Setup für alle Räume hat. So, dann haben wir noch das Schwerlastregal. Wie gesagt, es wiegt sich schon durch, trotz Schwerlast. Es ist hässlich. Vor allem, wenn man eben dran denkt, dass diese Videos, die wir hier produzieren, so einer der Hauptoutputs sind, die wir auch liefern und Bildungsauftrag und so. Also da sollten wir schon viel Wert drauf legen, dass es auch vielleicht nicht ganz so super hässlich ist. Deswegen raus und ein von Bester, Bester, Besto. Also Bester mit diesem komischen Klingel. Dann Besto, ja, Besto oder so. Keine Ahnung, von diesem kleinen schwedischen Möbelhaus. Das sind, ich weiß nicht, ich habe die jetzt noch nicht gesehen. Kannst du da noch was, kann man die beschreiben oder muss man die sich angucken? Soll ich mal wissen? Mach mal. Es sind im Wesentlichen rechteckige Regale mit einer Tiefe von 30 bis 50 cm mit weißer Klavierlackfront, die sich vor allem ohne Griffe öffnen und schließen lassen. Okay. Und also, das Coole daran wäre, dass man dann ein schönes, cooles RZN-Logo in groß darauf machen könnte, das dann immer bei den Vorträgen im Hintergrund ist. Okay, also es ist hübsch und praktisch. Und wenn man was reinschmeißt, kann man die Tür zumachen und es zu. Gibt es auch eine Schublade. Ja, dann wie gesagt, das Speakerpult. Und als Idee hatten wir auch noch ein Greenscreen. Dass, wenn man schon hier steht und sich auf Video aufnimmt, dann kann man auch eine einfarbige Fläche hinten runterlassen, vielleicht von oben, sodass man sich irgendwo anders reinmontieren kann. So, was weiß ich. In die Bundespressekonferenz. Bitte? Ein Ponyhof, genau. Nein. Bundespressekonferenz. Bundespressekonferenz, ja. Oder andere Ideen. Man muss sich nicht reinbauen. Man kann ja auch sinnvolle Zusatzinformationen einblenden. Das ist das Ziel. Wir brauchen einen Greenscreen, um ein Foto des Regals, wie es jetzt ist, wieder einzublenden. ja. Das muss irgendwie alles zusammen, deswegen brauchen wir, das ist so der Hauptteil, das Hauptproblem, einzelne Komponenten, so eine IP-Kamera, Drehbar, das gibt es irgendwo, aber das muss auch irgendwie alles zusammenpassen. Da gehört dann noch ein bisschen Magie rein. Ein großer Teil ist auf jeden Fall der große AV-Receiver. Dann wichtig ist auch die Kamerasteuerung, die am besten auch aus dem Web bedienbar ist, vielleicht nach Passwort und so, aber so, dass man eben dass derjenige, der hier vorne steht und sich auf seinen Vortrag konzentriert, dass der nicht die ganze Zeit irgendwie zur Seite läuft und dann aus dem Bild fällt, das haben wir nämlich auch schon bei vielen Vorträgen gehabt, sondern dass dann einer sagen kann, oh, ich logge mich mal schon ein und ich drehe die Kamera hier ein Stück rüber. Dann ist der zwar rübergelaufen, aber die Kamera kann trotzdem noch bedient werden. Deswegen Webkontrolle für die Kamera. Ja, die ganzen Schnittstellen, davon gibt es einige. Kleinkram, komme ich auch gleich dazu, was das alles ist, was ich damit meine. Und vielleicht noch irgendwie ein Upload. Erstens mal muss YouTube hinten rausfallen, dann wollen wir vielleicht noch irgendwie Audioverbesserung mit Auphonic oder sowas. Und keine Ahnung, wenn das mal irgendwo im Web rausfällt, dann gibt es noch viele andere tolle Ideen. Wir könnten es zum Beispiel direkt
bei YouTube landet, bei iTunes in unserem Podcast landet es ja schon automatisch, wenn es bei YouTube hochgeladen wird. Oder? Ja. Ja. Ja, aber jedenfalls kann man da schöne viele Sachen verknüpfen, wenn das nur mal irgendwo im Web rausfällt. So, die Eingangsgeräte, die wir da so haben, ist eben die Kameradecke oben. Dann haben wir den Speakerpult, da haben wir jetzt erstmal vorgesehen HDMI, VGA, Klinke und so eine kleine Dokumentenkamera. Die sind nicht teuer, brauchen VGA oder HDMI-Anschluss. Sehen aus wie so ein Arm abgeknickt. Da fällt Licht raus, da ist eine Kamera drin und das wird dann aufgenommen, sodass man theoretisch auch als Overhead-Assets irgendwie Papier oder sonst irgendwas direkt hier auf den Pult, aufs Pult legen könnte und dann sieht man es senden. Bitte? Smartphone zum Beispiel. Smartphone. Wenn man keinen Screen, den Screen nicht direkt abfilmen kann über Software, kann man eben das dann so machen. Ja, wenn man was an der Hardware von irgendwelcher Hardware zeigen will. Genau. Hardware, ja, stimmt. Elektronik und so. Dann, was viel abdeckt, ist so ein Blu-ray-Player. Da können wir dann diese ganzen alten Speichermedien, CD, DVD, Blu-ray und so weiter reinstecken, USB. Wir haben da zwar ein CD- und DVD-Laufwerk, nee, ich glaube, das ist sogar nur CD in unserem Audio-Setup. Wir haben auch einen DVD-Player. Ich habe auch entdeckt, wir haben auch einen Kassettenplayer. Ja, da ist auch eine TKKG-Kassette. Und vor einigen Monaten wurde tatsächlich hier TKKG gehört. Und zwar Tarzan. Oder Tarzan oder sonst irgendwas. Also er ist zumindest in den 5 Jahren, dass es Raumzeitlabor gibt, schon mal benutzt worden. Die DVDs wurden auch schon benutzt, da wurden die Korea-Filme aufgeguckt. Ja, stimmt. Wobei ich ehrlich gesagt Musikkassetten in dem Setup eher vernachlässigen würde. Kann man ja dann aber auch per Klinke oder so anschließen. Wenn man dann doch mal. Ja, genau, Kleinkram. Also es gibt viele kleine Geräte, die viele tolle Sachen können. Zum Beispiel so ein kleiner Raspberry Pi mit OpenALEC drauf. Haben wir jetzt auch schon laufen. Nutzt nur keiner, weil es so wackelig ist, das ganze Setup hier. Apple TV, Chromecast und alles mögliche. Also Apple, die Sachen, die man so braucht, wenn man irgendwie drahtlos was draufschmeißen will. Chromecast von Chrome, Apple für iOS, OpenALEC für den Rest und vielleicht sogar eben noch ein VNC-Stream, dass man zum Beispiel direkt hier sein Rechner VNC auf den Beamer kriegt, falls man keine Software oder sonst irgendwas installieren möchte oder von jemandem entfernten das draufkriegen möchte. Oder eben auch die Idee, dass man einen kleinen Service hat, wo man einen YouTube-Link reinschmeißt und dann landet das Video direkt hier oben. Weitere Eingangsgeräte, MPD. Da kam die Idee, dass man das als VM machen könnte. Das wäre natürlich ganz klasse. Vielleicht sogar ein getrennter MPD für verschiedene Räume, sodass man eben in der Küche was anderes hört wie im Workshop-Raum. Dann Composite auf HDMI. Für alten Kram wie Konsolen braucht man das. Weil momentan machen wir das mit, wie heißen diese Zwick-Dinger? Krokoklemmen. Ja, genau. Das ist nicht gut. Wenn du da so drei Dinger da... Sechs, wie auch immer. Also oder mit dem Ultrafrickel 3000. Mit dem Ultrafrickel 3000. Ja, das ist so ein Umsteckteil, was mal mehr gelötet. Nee, warte, du hast das gelötet. Stimmt, das war ich. Okay. Ist es gefrickelt. Wir brauchen was Besseres. So, dann haben wir gesagt, zwei Server-HDMI-Sachen brauchen wir auf jeden Fall, weil vielleicht kommt nur was dazu, was wir jetzt nicht abschätzen können. Das heißt, wir haben ungefähr mindestens 10-mal HDMI als Eingang, ungefähr 2-mal VGA, einmal für den Speaker und einmal für die Zuschauer VGA. Das würde ich eigentlich, da würde ich es auch gerne belassen mit Maximum an Analog-Kram. Ja, das Problem bei VGA ist halt, jeder Laptop hat VGA, weil jeder Beamer hat VGA, weil jeder Laptop hat VGA. Das ist so ein scheiß Endlosschleife. So, Ausgangsgeräte. Dann haben wir Beamer im Hauptraum, im Workshop-Raum und vielleicht noch, wenn das irgendwann mal klappt, so einen kleinen Beamer auf dem Olymp. Mit Leinwand, die man runterlassen kann und so. Das ist einmal die Beamer, der Beamer-Kram, dann noch der kleine Vorschau-Monitor, wie gesagt, als Tablet oder als so ein kleiner normaler Monitor, den man irgendwie dranhängt. Dann eben die verschiedenen Boxen, das Datengrab, das Streaming, würde ich als Ausgabegerät definieren. Das sind dann ungefähr 3-mal HDMI und
halt, was man für Boxen braucht. Und je nachdem vielleicht auch viermal, wenn man den Speaker irgendwie, den Speaker-Monitor HDMI anschließt. Also eher relativ wenig, aber dafür halt andere Sachen wie Netzwerk und sowas sollte man alles mit einem kalkulieren. So, wir haben also das Problem, wir haben viele Eingabegeräte und viele Ausgabegeräte und idealerweise, das wäre das perfekte Setup, das ist aber momentan nicht Ziel Nummer 1, wäre das auch noch getrennt zu benutzen, sodass man über den Apple TV oben auf dem Olymp einen Film gucken kann, während man hier unten einen Vortrag hält und hinten im Workshop-Raum noch was anderes tut. Das kommt auf die Komponenten drauf an. Generell kann man sagen, umso mehr Komponenten, die getrennt angesteuert werden sollen, umso exorbitant komplizierter wird alles. Das heißt, Ziel ist erstmal, eine Sache hinzukriegen, die richtig, dass man eben sagen kann, ich stehe hier, will jetzt das auf das auf das. Wenn es noch besser läuft, dann vielleicht sogar verschiedene Dinge gleichzeitig. Aber das ist, muss man gucken, ob sich die Kosten und der Nutzen noch im Rahmen halten. Generell Kosten teuer, aber meiner Meinung nach gerechtfertigt, weil die YouTube-Videos ist eines der wenigen Sachen, die bei uns produktiv sind und rausfallen und wirklich wichtig sind. Und das jetzige Setup ist einfach nur Gefrickel. Normalerweise laufen Leute dort hinten hin, reißen irgendwelche Kabel raus, weil sie das Setup nicht verstehen, stecken es wieder wild um und die Leute, die es gebaut haben, stehen davor und denken sich, warum geht es denn wieder nicht? Niemand will es nutzen. Niemand. Deswegen einmal einen Plan machen, alles rausschmeißen, coole Sachen kaufen, zusammenpacken und dann läuft's. Wir hatten bis jetzt ein Treffen. Falls jemand noch mitmachen möchte, Ideen hat, wir haben eine Wiki-Seite, /VHS heißt sie, glaube ich. Da steht momentan noch nichts drin. Ich werde nachher nochmal die Präsentation plus den Link zu diesem Video plus die Ideen, die wir in dem Pad bisher gesammelt hatten. Das Pad ist im Moment da verlinkt. Bitte? Das Pad ist im Moment da verlinkt. Das Pad ist verlinkt, okay. Ziel Nummer 1 ist es, noch mehr Anwendungsfälle zu sammeln, weil über die Anwendungsfälle können wir eben prüfen, ob das Setup, was wir uns schon ausgedacht haben, funktioniert oder ob wir irgendwas vergessen haben. Wäre doof, wenn man dann irgendwie für 10 Geräte plant und auf einmal merkt man, wir brauchen mindestens unbedingt 11. Und 11, das heißt, wir brauchen wieder einen Umschalter. Diese Umschalter hinter Umschalter hinter Umschalter, das wollen wir gar nicht erst haben. Deswegen dann lieber gleich ein Gerät für 15 Geräte kaufen. Umschalter ist ein Buzzword. Umschalter ist ein Buzzword. Umschalter 2.0 in der Cloud as a Service. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe auf rege Beteiligung im Wiki. Gesund zusammen. Ich möchte euch ein bisschen Rocket Science vorstellen, nämlich die nächste Evolutionsstufe der Technik im Bereich Audio-Video, das Projekt VHS. Kennt jemand VHS? Viel cooler wie Betamax und warum? Holzhochschule. Auf Betamax waren Pornos verboten, deswegen wurde es dort trotz besserer technischer Eigenschaften leider konnte es sich nicht durchsetzen. Aber heute keine Pornos, tut mir leid. Wir reden über Audio, Video, Slowpoke, wie heißt's? VHS ausgeschrieben? Das Vortrags- und Heimkinosystem. Vortrags- und Heimkinosystem. So, eine kleine Anekdote, die ist ungefähr 15 Minuten alt. Ich wollte diese Kamera aufbauen, meinen Rechner anschließen, das aufnehmen und habe die Krise gekriegt. Das sah ungefähr so aus. Umso mehr man sich das Audio-Video-Setup hier anguckt, umso schlimmer wird es. Da hilft nämlich nur noch eins. Ja. Alles raus, alles weg. Alles anzünden. So, und deswegen habe ich mich mit Slowpoke und Steve und Brain Freeze und wer war noch dabei? Hux war auch kurz dabei. Haben wir uns letzte Woche zum ersten Mal für das Projekt VHS getroffen.
Und wir haben uns überlegt, was wollen wir hier eigentlich tun? Das haben wir Anwendungsfälle genannt. Ein paar davon sehen wir hier. Wir wollen zum Beispiel hier stehen, einen Vortrag halten oder direkt mit Android YouTube einen YouTube-Link irgendwo reinschmeißen und das soll auf dem Beamer rauskommen. Oder wir wollen einen Vortrag aufzeichnen und der landet direkt auf dem Datengrab oder er wird direkt ins Netz gestreamt, wenn wir das haben wollen. Und idealerweise nehmen wir zum Beispiel von einer Kamera etwas auf und wir haben noch Mikros und wir haben noch ein Bildschirm, den wollen wir auch aufnehmen und zur späteren weiteren Verarbeitung packen wir das alles zusammen und schneiden es in ein Programm. Dafür müssen die Inputs halt getrennt sein. Und wir haben hier zum Beispiel stehen, das nennen wir das Speakerpult, da ist einfach alles drin, da haben wir VGA, HDMI und wir haben nicht diese schlimmen Kabelpeitschen. Wo ist das Monster? Dieses Ding hier, wo mal ein Anschluss dran war, wo dann jemand mal auf die Idee kam, wir könnten ja mit Kabelbinder, das ist dann hier drüben, weitere Adapter dran friemeln. Die Hälfte davon ist schon wieder abgefallen. Da oder haben wir kaputt. Zum Beispiel einen, oder kaputt. Da haben wir zum Beispiel einen HDMI auf DVI auf DVI auf DisplayPort Adapter und noch weitere spannende Konstruktionen. Es ist grausam. Wirklich. Deswegen ein Pult, da stellt man sich hin, da stöpselt man seinen Laptop an und dann geht alles. Am besten mit einem One-Click-Vortrag-Setup. Buzzword. Wahrscheinlich werde ich jetzt von Amazon verklagt, weil ich One-Click gesagt habe, aber das ist mir egal. Also, ich möchte, dass Anzeige sich Leute... Anzeige ist raus. Das wollen wir dich zu deinem Datenschutz verpixeln im Aufzeichnungsvideo. Genau. ich möchte, dass sich jemand hierher stellen kann, seinen Laptop anklemmt, auf einen Knopf drückt, dann stellt sich die Kamera automatisch ein auf das Preset, muss man vielleicht ein bisschen hoch oder runter gehen, je nachdem, wie groß die Version ist, und dann gibt es einen Aufnahmebutton und dann landet es auf dem Datengrab. Also irgendwas leicht bedienbares, nicht so eine Hydra an Kabelpeitsche. Ganz schlimm. Am besten noch so, dass wenn der Vortragende sagt, ach, einfacher Vortrag, Audio hat geklappt, Video hat geklappt, jetzt direkt noch Titel eintippen und dann ab zu YouTube damit. Vielleicht sogar mit einem kleinen Umweg über Auphonic, damit es sich noch einigermaßen gut anhört. Oder Mikrofon für Zuschauer, weil euch hat man es nicht gehört, weil das Mikro ist hier. Aber ihr könnt ja vielleicht Fragen stellen. Was vergisst der Vortragende immer? Genau, dass man das auf dem Video nicht hört. Deswegen ein Mikro zum Umgeben. Oder wir haben doch so ein cooles Telefonteil, dass wir sagen können, jemand guckt gerade unseren Livestream im Netz und schaltet sich per Telefon direkt hier mit ein, sodass es über die Boxen kommt. Sieht also, der Bla noch eine Glasfaserleitung vor? Telefon landet auch Frage schon. Frage wiederholen. Frage wiederholen. Die Frage war, ob wir eine Glasfaserkabelleitung dafür noch vorsehen. Telefon sollte auch so hier landen, oder? Ich habe doch dem was von Livestreaming von uns im Internet gesagt. Ich habe nicht gesagt, in welcher Auflösung. Und mit welcher Latenz? Einmal ein Pixel oder sowas. Wir haben Pixel von halbwegs gescheites Spielen. Ja, und dann gibt es sonst nichts mehr. Also, auf jeden Fall kurz zusammengefasst: Wir haben Viva. Habe ich mir vorhin ausgedacht. Viele Eingänge, viele Ausgänge. Das am besten irgendwie so zusammenschaltbar, dass man mit wenigen Klicks, Touchscreen-Befehlen, Gesten, Sprachsteuerung, was weiß ich, das auch noch bedienen kann. Dafür brauchen wir Rocket Science. Ist aber nicht so schwierig, wie es sich anhört. Ich kenne Systeme, da funktioniert es schon einigermaßen ganz gut. Also da ist es zum Beispiel kein Problem, dass man sowas hinstellt. Da hat man so einen kleinen Touchscreen-Monitor. Da kann man dann per Touch die Kameras, die Mikros und so weiter auswählen. Das ist richtig benutzerfreundlich. Da kann jeder mit was anfangen. Das ist wirklich ein schwierig zu bedienen, sowas gibt es schon. Wir wollen natürlich sowas selbst bauen. Und deswegen müssen wir von unseren Anwendungsfällen ausgehend uns erstmal überlegen, was wollen wir erreichen. Und dann gucken, was brauchen wir. Und da sind wir bis jetzt zu dem Schluss gekommen, wir brauchen verschiedene Komponenten. Nämlich zum Beispiel eine Deckenkamera, die dort oben hängt, ein Speakerpult, ein Zuschauerpanel, mehrere Boxen. Also die da fliegen raus, dafür kriegen wir mehr kleinere. Das Schwerlastregal. Es sieht zwar ganz
industriemäßig aus, aber hübsch ist es nicht wirklich. Und Magie. Bei der Deckenkamera haben wir uns überlegt, wenn man die dort oben hinmacht, dann kann man die nicht einstellen. Ist gut, dann kann man sie auch nicht versehentlich grob verstellen. Deswegen standardmäßig eine Einrichtung, eine Einstellung einspeichern. Dann gibt es ein Preset, da klickt man drauf und geht die Kamera in den Standardmodus zurück, sodass man eben zum Beispiel dieses Feld hier standardmäßig drin hat. Wenn man was Spezielles haben will, zum Beispiel irgendwie Fokus da drauf, auf den Vortragenden, nur hier, das sitzt hier vorne an seinem Pult, dann gibt es eine Hoch-Runter-Links-Rechts-Zoom-Rein-Raus-Steuerung, wo man dann eben auf den Vortragenden drauf fokussieren kann. Nicht schwierig, so Komponenten gibt es schon, muss man nur alles irgendwie zusammenkriegen. So, Speakerpult. Hier ein kleines Pult, am besten idealerweise erstmal so hoch, höhenverstellbar, je nachdem wie groß die Person ist. Und was man damit machen will, wenn man zum Beispiel sitzen möchte, um Ihnen was am Rechner zu zeigen, dann macht es Sinn, dass man eben die Kamera Fokus hier drauf macht, so auf diesen Bereich. Dann hat man in der einen Kameraeinstellung die Person und in der nächsten Kameraeinstellung hat man dann das, was derjenige auf seinem Screen sieht. Dann kann man schön das Screencast produzieren. Man kann immer herschalten zwischen der Person und dem Monitorbild. Das Speakerpult sollte rollbar sein, damit es auch irgendwie in die Ecke gestellt werden kann, falls man hier ein bisschen mehr Platz braucht. Höhenverstellbar, eine Schublade für Adapter, weil ich meine, die Adapter werden wahrscheinlich auch verloren gehen irgendwann, aber es ist nicht so ein Wusel. Ich bin echt fasziniert, wie das überleben kann. Das ist Kunst. Das ist ja auch manchmal nicht drüber nachdenken, wir wollen jetzt alles besser machen. Ja, so ein kleines Bedienfeld, da gibt es so kleine Touchscreens, so 7 Zoll waren das. Wahrscheinlich kann man auch irgendwie ein billiges Android-Tablet nehmen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ein Vorschau-Monitor, den man vielleicht sogar in dieses Panel mit integrieren kann. Also wenn es so ein kleines Android-Tablet ist, dann kann man da natürlich auch noch Video-Output reinlegen und halt die Controls oben drüber legen oder so, dann braucht man nur ein Gerät. Das ist jedenfalls das Speakerpult, das ist ziemlich zentral. Das heißt, der Vortragende geht hin, hat seine Mikros, hat seine Anschlüsse für den Rechner, stellt sich hin, stöpselt sich ein, gibt die Kommandos, Kamera aufnehmen oder und so weiter und dann läuft es. So, eine sehr abgespeckte Variante in die dann vielleicht hoffentlich neuen Tische, weil die sind langsam ziemlich wackelig. Zusätzlich zu den am besten versenkbaren Steckdosen und Ethernet-Ports und USB-Anschlüssen, die ich habe. Versenkbare Tische. Bitte? Ich will versenkbare Tische. Versenkbare Tische. Ach komm, wenn, dann an die Decke hebbar, oder? Da hängt schon genug. Stimmt. Und da hängt dann die Kamera, dann hängt der Kamera im Weg. Ja, okay. Aber versenkbare Tische. Mhm. Ja, wenn es hier so ein Wohnzimmerkonzert gibt, ist das sogar mega praktisch. Du kannst die Tische versenken und direkt hast du nur noch die Studie stehen und kannst sie verteilen. Du musst mit jemandem reden, der handwerklich begabt ist. Also nicht ich. Der hat auch schon ja mit den Tischen sich tolle Arbeit geleistet. Darf das Ponys drauf mal. Egal. Zuschauerpanel, Anschlussfeld. Das heißt, dort eben neben diesen eben erwähnten Anschlüssen noch was für HDMI und VGA, falls jemand von dort hinten sitzend was an diesen Beamer per Kabel werfen will. Idealerweise auch machen wir auch viel drahtlos, aber da komme ich auch gleich drauf. Wichtig sind auch die Boxen. Wir haben als zentrales Element so einen großen AV-Receiver. Die können verschiedene Zonen einstellen. Da könnte man zum Beispiel sagen, Zone 1 ist Hauptraum, Hintergrundbeschallung. Startet dann automatisch, wenn der Raum irgendwie aufgeschlossen wird, geht das Licht in eine angenehme Konstellation, startet automatisch irgendwie ein Webs, Live-Radio-Stream für benutzbare Konzentrationsmusik von Soma FM oder sowas in der Art. Das ist dann eben Zone 1. Zone 2 ist dann Umschalten auf Vortrag. Das heißt dann, Ton kommt von hier vorne und geht nach da hinten durch. Oder ich möchte sagen, ich sitze irgendwie in der Küche, möchte Musik hören, habe mein Handy, gebe es da aus und dann landet es in der Küche. Genauso E-Ecke, Workshop-Raum Olymp, sodass man eben ein Setup für alle Räume hat. So, dann haben wir noch das Schwerlastregal. Wie gesagt, es liegt schon durch, trotz Schwerlast. Es ist hässlich. Vor allem,
wenn man eben dran denkt, dass diese Videos, die wir hier produzieren, so einer der Hauptoutputs sind, die wir auch liefern und Bildungsauftrag und so. Also da sollten wir schon viel Wert drauf legen, dass es auch vielleicht nicht ganz so super hässlich ist. Deswegen raus und ein von bester, bester, besto, also bester mit diesem komischen Klingel. Dann besto, besto oder so. Keine Ahnung, von diesem kleinen schwedischen Möbelhaus. Das sind, ich weiß nicht, ich habe die jetzt noch nicht gesehen. Kannst du da noch mal was, kann man die beschreiben oder muss man die sich angucken? Soll ich mal wissen? Mach mal. Es sind im Wesentlichen rechteckige Regale mit einer Tiefe von 30 bis 50 Zentimetern mit weißer Klavierlackfront, die sich vor allem ohne Griffe öffnen und schließen lassen. Okay. Und also, das Coole daran wäre, dass man dann ein schönes, cooles RZL-Logo in groß darauf machen könnte, das dann immer bei den Vorträgen im Hintergrund ist. Okay, also es ist hübsch und praktisch. Und wenn man was reinschmeißt, kann man die Tür zumachen und es zu. Gibt es auch einen Schubladen? Ja, dann wie gesagt, das Speakerpult. Und als Idee hatten wir auch noch ein Greenscreen. Das, wenn man schon hier steht und sich auf Video aufnimmt, dann kann man auch eine einfarbige Fläche hinten runterlassen, vielleicht von oben, sodass man sich irgendwo anders reinmontieren kann. So, was weiß ich. In die Bundespressekonferenz. Bitte? Ein Ponyhof, genau. Nein. Bundespressekonferenz. Bundespressekonferenz, ja. Oder andere Ideen, man muss sich nicht reinbauen. Man kann ja auch sinnvolle Zusatzinformationen einblenden. Das ist das Ziel. Wir brauchen einen Greenscreen, um ein Foto des Regals, wie es jetzt ist, wieder einzublenden. Ja. Das muss irgendwie alles zusammen, deswegen brauchen wir, das ist so der Hauptteil, das Hauptproblem, einzelne Komponenten, so eine IP-Kamera, drehbar, das gibt es irgendwo, aber das muss auch irgendwie alles zusammenpassen. Da gehört dann noch ein bisschen Magie rein. Ein großer Teil ist auf jeden Fall der große AV-Receiver. Dann wichtig ist auch die Kamerasteuerung, die am besten auch aus dem Web bedienbar ist, vielleicht nach Passwort und so, aber so, dass man eben dass derjenige, der hier vorne steht und sich auf seinen Vortrag konzentriert, dass der nicht die ganze Zeit irgendwie zur Seite läuft und dann aus dem Bild fällt, das haben wir nämlich auch schon bei vielen Vorträgen gehabt, sondern dass dann einer sagen kann, oh, ich logge mich mal schnell ein und ich drehe die Kamera hier ein Stück rüber. Dann ist der zwar rübergelaufen, aber die Kamera kann trotzdem noch bedient werden. Deswegen Webkontrolle für die Kamera. Ja, die ganzen Schnittstellen, davon gibt es einige. Kleinkram, komme ich auch gleich dazu, was das alles ist, was ich damit meine. Und vielleicht noch irgendwie ein Upload. Erstens mal muss YouTube hinten rausfallen, dann wollen wir vielleicht noch irgendwie Audioverbesserung mit Auphonic oder sowas. Und keine Ahnung, wenn das mal irgendwo im Web rausfällt, dann gibt es noch viele andere tolle Ideen. Wir könnten es zum Beispiel direkt bei YouTube landet, bei iTunes in unserem Podcast landet, das ist ja schon automatisch, wenn es bei YouTube hochgeladen wird, oder? Ja. Ja, aber jedenfalls kann man da schöne viele Sachen verknüpfen, wenn das nur mal irgendwo im Web rausfällt. So, die Eingangsgeräte, die wir da so haben, ist eben die Kameradecke oben. Dann haben wir den Speakerpult, da haben wir jetzt erstmal vorgesehen HDMI, VGA, Klinke und so eine kleine Dokumentenkamera. Die sind nicht teuer, brauchen VGA oder HDMI-Anschluss. Sehen aus wie so ein, ja, so ein Arm abgeknickt. Da fällt Licht raus, da ist eine Kamera drin. Und das wird dann aufgenommen, sodass man theoretisch auch als Overhead-Assets irgendwie Papier oder sonst irgendwas direkt hier auf den Pult aufs Pult legen könnte oder zum Konsumenten. Bitte? Smartphone zum Beispiel. Smartphone. Wenn man keinen Screen, den Screen nicht direkt abfilmen kann über Software, kann man eben das dann so machen. Ja, wenn man was an der Hardware von irgendwelche Hardware zeigen will. Genau. Hardware, ja, stimmt. Elektronik und so. Dann. Was viel abdeckt, ist so ein Blu-ray-Player. Da können wir dann diese ganzen alten Speichermedien, CD, DVD, Blu-ray und so weiter reinstecken, USB. Wir haben da zwar ein CD- und DVD-Laufwerk, nee, ich glaube, das ist sogar nur CD in unserem Audio-Setup. Wir haben auch einen DVD-Player. Ich habe auch entdeckt, wir haben auch einen Kassettenplayer. Ja, da ist auch meine TKKG-Kassette. Und vor einigen Monaten wurde tatsächlich hier TKKG gehört. Und zwar Tarzan. Oder Tarzan oder sonst irgendwas. Also er ist zumindest in den 5 Jahren, dass es Raumzeitlabor gibt, schon mal benutzt worden.
Die DVDs wurden auch schon benutzt, da wurden die Korea-Filme drauf geguckt. Ja, stimmt. Wobei ich ehrlich gesagt Musikkassetten in dem Setup eher vernachlässigen würde. Kann man ja dann aber auch per Klinke oder so anschließen, wenn man dann doch mal. Ja. Genau, Kleinkram. Also es gibt viele kleine Geräte, die viele tolle Sachen können. Zum Beispiel so ein kleiner Raspberry Pi mit OpenELEC drauf. Haben wir jetzt auch schon laufen. Nutzt nur keiner, weil es so wackelig ist, das ganze Setup hier. Apple TV, Chromecast und alles mögliche. Also Apple, die Sachen, die man so braucht, wenn man irgendwie drahtlos was draufschmeißen will. Chromecast von Chrome, Apple für iOS, OpenELEC für den Rest und vielleicht sogar eben noch ein VNC-Stream, dass man zum Beispiel direkt hier seinen Rechner VNC auf den Beamer kriegt, falls man keine Software oder sonst irgendwas installieren möchte oder von jemandem entfernten das draufkriegen möchte. Oder eben auch die Idee, dass man einen kleinen Service hat, wo man einen YouTube-Link reinschmeißt und dann landet das Video direkt hier oben. Weitere Eingangsgeräte, MPD. Da kam die Idee, dass man das als VM machen könnte. Das wäre natürlich ganz klasse. Vielleicht sogar ein getrennter MPD für verschiedene Räume, sodass man eben in der Küche was anderes hört wie im Workshop-Raum. Dann Composite auf HDMI. Für alten Kram wie Konsolen braucht man das. Weil momentan machen wir das mit, wie heißen diese Zwick-Dinger? Krokoklemmen. Ja, genau. Das ist nicht gut. Wenn du da so drei Dinger da... Sechs. Wie auch, ja, wie auch immer, also... Oder mit dem Ultrafrickel 3000. Mit dem Ultrafrickel 3000? Ja, das ist so ein Umsteckteil, was mal wer gelötet. Nee, warte, du hast das gelötet. Stimmt, das war ich. Okay. Ist es gefrickelt? Wir brauchen was Besseres. So, dann haben wir gesagt, zwei Server-HDMI-Sachen brauchen wir auf jeden Fall, weil vielleicht kommt nur was dazu, was wir jetzt nicht abschätzen können. Das heißt, wir haben ungefähr mindestens 10-mal HDMI als Eingang, ungefähr 2-mal VGA, einmal für den Speaker und einmal für die Zuschauer VGA. Das würde ich eigentlich, da würde ich es auch gerne belassen mit Maximum an Analogkram. Ja, das Problem bei VGA ist halt, jeder Laptop hat VGA, weil jeder Beamer hat VGA, weil jeder Laptop hat VGA. Das ist so eine scheiß Endlosschleife. So, Ausgangsgeräte. Dann haben wir Beamer im Hauptraum, im Workshop-Raum und vielleicht noch, wenn das irgendwann mal klappt, so einen kleinen Beamer auf dem Olymp. Mit Leinwand, die man runterlassen kann und so. Das ist einmal die Beamer, der Beamer-Kram, dann noch der kleine Vorschau-Monitor, wie gesagt, als Tablet oder als so ein kleiner normaler Monitor, den man irgendwie dranhängt. Dann eben die verschiedenen Boxen, das Datengrab, das Streaming würde ich als Ausgabegerät definieren. Das sind dann ungefähr 3x HDMI und halt, was man für Boxen braucht. Und je nachdem vielleicht auch 4x, wenn man den Speaker irgendwie, den Speaker-Monitor HDMI anschließt. Also eher relativ wenig, aber dafür halt andere Sachen wie Netzwerk und sowas sollte man alles mit einkalkulieren. So, wir haben also das Problem, wir haben viele Eingabegeräte und viele Ausgabegeräte und idealerweise, das wäre das perfekte Setup, das ist aber momentan nicht Ziel Nummer 1, wäre das auch noch getrennt zu benutzen, sodass man über den Apple TV oben auf dem Olymp einen Film gucken kann, während man hier unten einen Vortrag hält und hinten im Workshop-Raum noch was anderes tut. Das kommt auf die Komponenten drauf an. Generell kann man sagen, umso mehr Komponenten, die getrennt angesteuert werden sollen, umso exorbitant komplizierter wird alles. Das heißt, Ziel ist erstmal, eine Sache hinzukriegen, die richtig, dass man eben sagen kann, ich stehe hier, wähle jetzt das auf das auf das. Wenn es noch besser läuft, dann vielleicht sogar verschiedene Dinge gleichzeitig. Aber das ist, muss man gucken, ob sich die Kosten und der Nutzen noch im Rahmen halten. Generell Kosten teuer, aber meiner Meinung nach gerechtfertigt, weil die YouTube-Videos ist so eines der wenigen Sachen, die bei uns produktiv sind und rausfallen und wirklich wichtig sind. Und das jetzige Setup ist einfach nur Gefrickel. Normalerweise laufen Leute dort hinten hin, reißen irgendwelche Kabel raus, weil sie das Setup nicht verstehen, stecken es wieder wild um
Und die Leute, die es gebaut haben, stehen davor und denken sich, warum geht es denn wieder nicht? Niemand will es nutzen. Niemand. Deswegen einmal einen Plan machen, alles rausschmeißen, coole Sachen kaufen, zusammenpacken und dann läuft's. Wir hatten bis jetzt ein Treffen. Falls jemand noch mitmachen möchte, Ideen hat, wir haben eine Wiki-Seite, /VRS heißt sie, glaube ich. Da steht momentan noch nichts drin. Ich werde nachher nochmal die Präsentation plus den Link zu diesem Video plus die Ideen, die wir in dem Pad bisher gesammelt hatten. Das Pad ist im Moment da verlinkt. Bitte? Das Pad ist im Moment da verlinkt. Das Pad ist verlinkt, okay. Und Ziel Nummer 1 ist es, noch mehr Anwendungsfälle zu sammeln, weil über die Anwendungsfälle können wir eben prüfen, ob das Setup, was wir uns schon ausgedacht haben, funktioniert oder ob wir irgendwas vergessen haben. Wäre doof, wenn man dann irgendwie für 10 Geräte plant und auf einmal merkt man, wir brauchen mindestens unbedingt 11. Und 11, das heißt, wir brauchen wieder einen Umschalter. Diese Umschalter hinter Umschalter hinter Umschalter, das wollen wir gar nicht erst haben, deswegen dann lieber gleich ein Gerät für 15 Geräte kaufen. Umschalter ist ein Buzzword. Umschalter ist ein Buzzword. Umschalter 2.0 in der Cloud as a Service. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe auf rege Beteiligung im Wiki.